Ja, Köche, wenn keiner krank ist. Cora, musst aufschreiben, Route. Warte, ich mach den Kampf und dann sag ich die an. Warum werden die wegen Corona gekündigt? Dann darf man sich aber nicht wundern, wenn es dann nicht passt, ne? Wenn dann zu wenig Köche da sind für die anderen Arbeiten. Ich würde vorher mal neue Leute suchen, wäre eine Option gewesen. Oder ich kann halt nicht mein Lokal voll ausbuchen lassen. Wenn ich weiß, dass meine Köche absolut nur besetzt sind und ich habe vorher 4 Leute rausgekickt, weil ich ein Keck bin. Ist doch klar, wer lässt sich so behandeln? Es wird vielen so gegangen sein, dass sie rausgeflogen sind. Und ganz ehrlich, da würde ich auch nicht mehr in die Branche gehen. Ich gucke, dass ich irgendwo anders reinkomme. Oh, ich hätte sogar Bonita haben können mit dem Scheißgras. Aber ne, ich bin mobile. Hello. Ja, ich musste noch die Routen ansagen, wo der Encounter aus Versehen kaputt. Also wirklich, einmal ist wirklich aus Versehen passiert. Warte. Muss mal kurz heilen gehen. Also pass auf Route 209 ist mein Encounter kaputt gegangen. Turm der Ruhenden kann ich keinen Encounter machen, da habe ich alle schon gefangen. Und Rostoruin ist mein Encounter auch kaputt gegangen. Und Route 210 Mobile aka Cactree. Miss Cora, Kuss geht raus, dass du das so schön und ordentlich machst. Das werde ich morgen mal in ein Google Doc reinpacken. Wenn ich Zeit habe. Nee, du musst noch schreiben, wo ich nichts gefangen habe, weil der Encounter sind ja kaputt. Nicht, dass ich da mal wieder zurückrenne und so denke, oh, da muss ich schon noch was fangen. Ich werde das mal morgen in Google Doc reinspeichern, dann gebe ich dir den Link dazu, da kannst du es auch immer da reinschreiben. Dann ist alles ordentlich. Willst du dann auch die Vorlage haben? Also willst du nicht digital machen? Okay. Was machst du jetzt, Mike? Schütze jetzt durch bis Weihnachten? Unterbesetzt und abgefuckt? Bitte fand ich morgen, wenn ich gerade Unterricht habe. Da kann ich keine TCG-Codes scannen, Timmy. Wir lassen heute was trinken. Route 209
Encounter tot. Turm der Ruhenden. Fangen nicht möglich, weil alle schon vorhanden. Trostruin. Encounter tot. Und Route 210. Cactree. Das Fort. Trostu. Trostu. Ja, beruhig dich doch mal. Ah, Mike, das ist nämlich genau die Sache. Egal wie gerne ich koche, ne, aber ich würde niemals in Gastronomie gehen. Nicht in sowas. So irgendwie Kantine oder sowas. So eine richtig geile, nice Kantine, wo du deine normalen Arbeitszeiten hast. Gerne, aber nicht irgendwie normale Gastro. Die habe ich auch gefunden, das ist nicht das Problem. Ja, das ist dann dein Problem, ne? Wenn du deine Zeit dann so einteilst. Ich weiß, dass das unterschiedliche Welten sind. Ich habe selber schon Gastronomie-Praktika gemacht. Mehr als genug. Ich kann so bei Gastro bloß ein was machen und zwar so viel aufsaugen, was geht an Wissen und dich dann irgendwie mit dem Geld, mit den paar Kröten, die du verdienst, relativ zeitig selbstständig machen, ey, dass du wegkommst aus diesem Hamsterrad. Jessen, jetzt wirst du krepieren neben mir. Aber niemand als 21-jähriger Küchenchef, das ist also nicht in wirklich guten Restaurants. Das ist dann eigentlich die Zeit, wo du rumreisen solltest und gucken, dass du Erfahrung kriegst.
falsch. Glück gehabt. Manafi-Ei musst du erstmal eine ganze Weile spielen und dann bekommst du das Manafi-Ei über Geheimgeschehen und Geheimgeschehen bekommst du in der ersten großen Stadt, Jubelstadt, in dem Haus, wo der Clown noch davor steht. So, genau, bei Jubelstadt TV, zum Anfang steht der Clown da davor. Da kommst du erst nicht rein. Da schaltest du mit diesen gekapsten Blablabla das Geheimgeschehen frei und dann bekommst du über das Geheimgeschehen das Ei. Und das ist dann, wenn du Platz im Team hast, im Team ansonsten deiner Box. Nicht ganz so risky spielen. Das war sexy gewesen, ey. Win Condition für die nächste Arena einfach so gesackt. Von einem random Skunk Haku. Ja, Luxu, du freust dich. Kann ich verstehen. Du bist noch Spaß haben und noch auf welchem Level Hilda dann ist. Hildas stärkstes Pokémon ist Level 30, Lucario. Nee, Cora, ich muss nicht mehr leveln. Ich werde jetzt safe über 30 kommen.
Guck mal, mein Luxus ist jetzt schon Level 29. So. Nein, Tascha, du kaufst keine Kuhmuhmilch im Café. Nein, du bist hier nicht in Dingsbums, in irgendeinem anderen Spiel. Nein. Nein. Wenn du die Kuhmuhmilch als Andenken kaufst, wird die bloß schlecht in deinem Rucksack. Ja, die wird auch irgendwann schlecht. Hallo Domi. Oh, was geht? Ich würde gerne meine Pokémon heilen lassen, jetzt gleich nach dem Kampf. Das wäre echt nice. Das ist doch ein Bonera Ei. Du kannst du Bonera da nicht nehmen, ne? Ja, soll ich ihn jetzt töten? Ist aus Plus. Soll ich ihn machen? Dann fang's halt. Wieso darf ich das denn nicht nehmen? Das stimmt aus. Ja, und? Du hast dann zweimal das gleiche Pokémon, das geht ja nicht. Kannst du tun, aber du kannst halt bloß eins dann benutzen von beiden. Ey, ganz ehrlich, ne? Ich will eigentlich bloß in die nächste Stadt, damit ich endlich meine Klamotten ändern kann. Es ist mir gerade sowas von egal in der Stadt. Scheiße für Arena-Orten, scheiße für alles. Klamotten ändern ist das Ding. Auf jeden Fall vor der nächsten Stadt noch ein Luxtra haben. Ich dachte, es sind wirklich 30. Wir sind bei der Hälfte, mehr als der Hälfte.
Oh, Nanu. So sieht das also aus, wenn sich ein Luxio entwickeln kann und nicht vorher stirbt. Das kannst du aber machen, mal genauso sagen bei mir. Also bitte tu nicht so. Ach, du wirfst gleich irgendwas nach mir. Okay. Sehr schön.